Nicht nur die Erde bzw. Terra spielt in der Grimdark Future von Warhammer 40k eine wichtige Rolle. Auch der Mars ist für das Imperium der Menschheit mit Abstand einer der wichtigsten Planeten. Und heute möchte ich euch kurz und knapp etwas darüber erzählen. Wenn dir das Video gefällt, lass ihm gerne ein Like da und abonnier den Kanal. 80% von euch haben das nämlich noch nicht gemacht. Der Mars ist die Heimat des Adeptus Mechanicus, einem uralten Kult aus Tech-Priestern, der für die Bewahrung und Produktion der Technologie des Imperiums verantwortlich ist. Diese Tech-Priester glauben an den Maschinengott und verehren Maschinen als heilige Objekte, die von einer Art Geist, dem Maschinengeist, bewohnt sind. Der rote Planet selbst ist ein riesiger Industriestandort, übersät mit gigantischen Fabriken, den Schmieden, in denen Waffen, Fahrzeuge und die gigantischen Kriegsmaschinen des Imperiums hergestellt werden. Die Geschichte des Mars ist eng mit den dunklen Epochen der Menschheit verbunden, insbesondere dem Zeitalter der Technologie und dem darauf folgenden Zeitalter der Zwietracht. Während dieser chaotischen Epoche versank der Mars in interne Kriege und Anarchie, als verschiedene Tech-Priester um die Kontrolle kämpften. Mit der Ankunft des Imperators und der Vereinigung Terras schloss die Bevölkerung des Mars ein Bündnis mit ihm. Im Gegenzug erhielt der Mars Autonomie in religiösen und technologischen Fragen. In der aktuellen Lore ist der Mars eine Welt voller Ruinen vergangener Konflikte, aber auch der Sitz unvorstellbar mächtiger Fabriken, in denen Titan und Raumschiffe hergestellt werden. Und es gibt sogar noch ein Geheimnis, das ganz tief und ganz fest im Inneren des Mars schlummert. Die Tech-Priester des Mars hüten die uralten Geheimnisse der Technologie, von denen einige aus dem dunklen Zeitalter der Technologie stammen. Auf diesen uralten Blaupausen basiert übrigens das heutige Imperium. Sie wissen nicht so gut, wie man neue Sachen herstellt, sondern versuchen, die alte Technologie zu verstehen und umzusetzen und zu warten und das irgendwie am Laufen zu erhalten. Und dafür ist es auch besonders wichtig, dass man sich mit den Maschinengeistern gut stellt, damit das Ganze auch funktioniert. Geleitet wird der Mars vom Fabricator General, dem obersten Anführer des Adeptus Mechanicus, der innerhalb des Imperiums sehr große Macht besitzt. Er sitzt sogar im Hohen Rat von Terra selbst und hat entscheidenden Einfluss auf die Politik des Imperiums. Die militärische Macht des Mars manifestiert sich unter anderem in der Legio Titanicus, die riesige Kriegsmaschinen, sogenannte Titanen, ins Feld führen, die in den forschungsintensiven Geheimfabriken unter der Planetenoberfläche gebaut werden. Außerdem ist der Mars umgeben von einem eisernen Ring. Dort finden sich unter anderem viele Werften, die die riesigen Raumschiffe des Imperiums herstellen und warten. Im Laufe seiner Geschichte hat der Mars viele Konflikte erlebt, vor allem während der Horus Heresy. Damals war der Planet in Loyalisten und Verräter gespalten, was zu einem verheerenden Bürgerkrieg führte. Große Teile des Mars wurden in den Kämpfen verwüstet, aber trotz der enormen Schäden kehrte der Planet nach dem Krieg zu seiner alten Funktion als zentraler Produktionsstandort des Imperiums zurück. Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass der Mars eine geheimnisvolle Welt ist, die nicht nur als Produktionsstätte des Imperiums, sondern auch als religiöses Zentrum des Adeptus Mechanicus dient. Unzählige Fabriken und die unermüdliche Tätigkeit der Tech-Priester machen den Mars zu einem unverzichtbaren Eckpfeiler der imperialen Kriegsmaschinerie. Gleichzeitig bleibt der Mars eine Welt der Gegensätze, in der uralte Technologie auf eine streng hierarchische Priesterschaft trifft, die die Vergangenheit ebenso verehrt, wie sie die Zukunft und Innovation fürchtet. Und wenn du mehr über die Welt von Warhammer 40k erfahren willst, dann schreib deine Frage gerne in die Kommentare.